Gustav Klimt war der bedeutendste Künstler der Wiener Sezession, einer Kunstströmung, die sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts von den traditionellen Künstlern zu distanzieren versuchte. Die Verwendung der Farbe Gold und von dekorativen Methoden waren die typischen Symbole dieser künstlerischen Revolution. Die immersive Ausstellung Klimt aus Gold und Farbe schildert den Werdegang wichtiger Künstler der Wiener Szene seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. Die Werke von Hans Makart, Otto Wagner, Gustav Klimt und Egon Schiele stehen stellvertretend für den grundlegenden Charakter der Arbeit mit Farbe und der Suche nach neuen Formen. Die neoklassizistischen Fresken von Klimt und Makart tauchen nach und nach in der Architektur des Kunsthistorischen Museums in Wien auf. Der Dialog zwischen Malerei und Architektur wird durch die monumentalen Deckenverzierungen des Wiener Burgtheaters noch verstärkt. Das Werk von Franz Matsch zeigt eine üppige und poetische Malerei, die vergangene Zivilisationen durch mythologische Interpretationen würdigt. Der junge Klimt löst sich von diesem künstlerischen Weg, der im Wien des Fin de Siècle Mode war. Nach der Trennung von der Gruppe der Sezession erforscht Klimt ein neues künstlerisches Thema, das seine malerischen und chromatischen Forschungen bereichern sollte: die Landschaft. Seine Bilder nehmen nun einen impressionistischen Charakter an, wie etwa im Mohnblumenfeld von 1907. Er malt auch Dörfer am Seeufer und Waldimpressionen. Über die von ihm dargestellten Gebäude, Blumenbeete und Baumstämme beweist Klimt seine Verbundenheit mit geometrischen Formen und vernachlässigt menschliche Figuren.